Frenkel frotzelt. Heute. Let's play. City Car Driving. Der Fahrsimulator. Tachin Hasenbären, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play City Car Driving. Heute habe ich was ganz Besonderes, das wurde mehrfach gewünscht. Und ja, wir fahren den Omsi-Bus. Diesen MAN SD202 0815-P5 4711 0815. Und wir starten auf der Landstraße, weil ich mich erstmal dran gewöhnen muss. Ich habe ihn mir ja schon mal ganz kurz angeguckt vorher und ich muss sagen, alle Achtung, ja. Also da schlackert er jetzt gleich mit den Ohren, gerade die Omsi-Fans. Das ist wie Omsi, das sieht genauso aus, auch wenn man drin sitzt und so. Es wird auch eine Autobahnfahrt am Schluss geben, aber natürlich wird es nicht ganz für die 300 Kilometer pro Stunde reichen diesmal. Ich würde das auf Physik-Test hinauslaufen lassen. Was ein bisschen komisch ist jetzt, ihr seht ja links oben, ich muss hier Motor erstmal anlassen, ja. Die Handbremse lassen wir gerade nochmal drin. Man muss sich anschnallen, ja. B. Warum auch immer. Das ist ein bisschen komisch. Ersten Gang haben wir auch schon drin. So, und jetzt zeige ich euch das mal erstmal von der Seite her. Das ist alles noch nicht so spektakulär. Ja. Aber. Nein, das war falsch. Das war die Warnblinkanlage. Hier wollte ich her. Guckt euch mal den Bus voran. Der sieht ja besser aus als im Omsi. Und da steht da vorne drauf? Die Linie 10. Nok Ükö Bükoka Pejunko Bokan. Irgendwie sowas. Das ist ein russisches Spiel. Deswegen, daran liegt das, glaube ich. Falls jemand da ist, der das entziffern kann, bitte in die Kommentare schreiben. So ein Krampf interessiert mich immer, ja. So, und jetzt gehen wir mal die Kameraperspektiven durch. Da werdet ihr mal ganz schön mit den Ohren auch schlackern, die das noch nicht gesehen haben. Okay, das nochmal von vorne. Das ist jetzt... von oben sieht's aus wie eine popelige Zigarrenkiste. Das ist jetzt auch nicht so der Brüller. Aber schaut euch das mal an hier. Also wenn das nicht aussieht wie beim Omsi, dann fresse ich einen Besen, ey. Das ist echt geil. Es ist nur schade, ich kann nicht nach unten gucken. Aber alles, was man hier sieht, ist... Original Omsi, unfassbar, also wirklich wahr. Eine kostenlose Mod und jetzt guckt euch mal die Innenperspektiven an auch, das ist einfach so liebevoll gemacht. Das Fahren interessiert mich gar nicht so, ich könnte jetzt eine Viertelstunde anschauen, ohne Mist, ey. Auch hier so ein bisschen Fahrgastperspektive, probieren wir auch mal aus. Ich habe auch schon den Auftrag, ich soll 5 Kilometer fahren, habe 20 von 20 Strafpunkten, das heißt, jetzt geht's dann erstmal los, ne? Da fahren wir aber natürlich aus der Cockpit-Perspektive und ich muss mit Blinken beginnen. Und dann schauen wir mal, wie weit wir mit dem Bus kommen. Ach, die Handbremse sollte man vielleicht noch lösen, Herr Frenkel, ja? Oder sind Sie eine Frau? Das Abblendlicht. Verfickte Scheiße. Fängt ja schon wieder gut an. Ja, der Frenkel, ne? Gleich wieder versagt. So, jetzt wird hier mal ein bisschen Omsi gefahren. Ich finde das super. Und, jetzt schauen wir mal, ob ich diese 5 Kilometer schaffe. Mit 19 Punkten, die ich jetzt nur noch habe. Ich versuche ganz vorsichtig zu lenken, damit es das Lenkrad nicht so sehr hin und her dreht. Ihr seht ja, das ist nach wie vor das Problem mit meinem Gamepad. Wenn man hier kein Lenkrad hat, dann sieht das irgendwie immer so sehr ruckelig aus. Aber ich muss ja nun mal um die Kurve lenken. Bislang haben wir ja keine Probleme, ne? Das ist alles noch super. Die Fahrgastfahrt machen wir dann, falls wir diese Mission jetzt geschafft haben. Ich möchte ja immer ein bisschen Herausforderung auch haben. Einfach nur doof rumfahren, das ist ja irgendwie jetzt auch nicht so der Brüller. So, der Vorteil ist, wenn ich jetzt hier immer im dritten Gang fahre, glaube ich, kann ich nicht viel schneller fahren, als hier erlaubt ist. Ich gebe mal nochmal Stoff. Ah doch, da gibt es schon noch was her, mein lieber Herr Gesangsverein. Oder auch my lovely little singing club, wie ich immer zu sagen pflege. Weil ich ja so unglaublich gut Englisch spreche. So, da vorne ist er wieder rüber, ne? Das machen wir gleich mal. Nicht, dass er wieder meckert. Von wegen, ich hätte nicht geblinkt. Die Stelle kenne ich nämlich, ja? Die kenne ich nämlich langsam hier, die Stelle. So, jetzt bin ich mal vom Gas runter, weil, der raced ja jetzt ganz schön und der schaukelt auch ganz cool. Ich bin hin und weg. Ich glaube, ich bin fast ein bisschen verliebt. Also nichts gegen die Sportwagen, die machen auch saumäßig Spaß, auch dann zu rasen und so, aber ich finde das so liebevoll gemacht hier. Jetzt mal ohne Scheiß, ey. So, bergauf verliere ich auch ein bisschen. Ich habe jetzt nicht geguckt, was er für Hitpoints hat. Ihr wisst schon, HP, ne? Hitpoints oder auch Horsepower genannt. Insider wissen Bescheid. So, jetzt kann ich hier quasi auf die Überholspur, aber das brauchen wir nicht. Also, auf der Landstraße ist das ja alles kein so großes Problem. Da muss ich nicht bei Ampeln halten und so weiter und muss auch mit dem Tempo nicht so aufpassen. Aber da die Strecke 5 Kilometer ist, könnte es durchaus sein, dass wir da noch in die Stadt reinkommen. Hahaha, ich überhole dich mal, du Penner. Hahaha, ja.
Einmal kräftig noch gehupt. Er schaukelt natürlich nicht ganz so extrem wie im Original. Ich werf mich weg, ey. Da ist ja sogar die Haltestellenanzeige da so schön ganz groß. Ein großer orangefarbener Nupsi hinterm Lenkrad. Und ich bin erst im dritten Gang, ey. Der kann noch mehr. Aber das probieren wir erst auf der Autobahn. Im dritten Gang kann ich jetzt fahren. Wie schnell? 80? Jetzt muss ich langsam aufpassen. Oh, ich muss in 300 Meter rechts abbiegen. Sogar das Tsch-Tsch-Tsch macht er. Das ist ja echt super. So. Rechts abbiegen. Das ist, wenn man bremst, dann niest er so. Ja, ja, ich hab hier rechts abbiegelist. Du brauchst hier nicht warten wegen mir. Ich biege hier schön ab. So. Und dann können wir wieder Stoff geben. Wie lange haben wir denn noch? 2 Kilometer. Oh, das schaffen wir. Ich weiß nur nicht, wann die Stadt kommt. Eigentlich müsste ich ja geradeaus, hätte ich ja geradeaus weiterfahren müssen, glaube ich. Aber vielleicht führen ja alle Wege nach Moskau oder wo immer auch das sein soll. Da vorne ist ja auch schon Stadt. Da seht ihr ja schon die Hochhäuser. Da wird es dann ein bisschen spannender. Das sind die Plattenbauten von der Tschernobyl, glaube ich. So, liebe Freunde, jetzt wird uns mitgeteilt, dass wir auf der Vorfahrtsstraße uns befinden. Das ist ja schon eine gute Information. Die 300 Metern rechts abbiegen, das ist auch eine gute Information. Der fährt sich auch echt fluffig, ey. Also, sollte sich mal der Omsi-Bus so fluffig fahren lassen. Wobei, den fahre ich natürlich mit Tastatur. Das ist ein bisschen ein unfairer Vergleich. Wo muss ich denn hin? Hier rein? Nee. Da war er, da vorne. Da vorne müssen wir abbiegen. Hä? Ach du Scheiße! Ach komm! Diese blöde Scheißlaterne da! Das gibt's ja nicht! Kaum sind wir der Stadt, versagt er schon wieder, der Herr Frenkel. Okay. Wir müssen mal kurz zurück ein bisschen. Das ist ja wie im Omsi auch, der ist ja überbreit. Da hätte ich weiter links fahren müssen. Scheiße. Ahem. Wie peinlich ist das denn? Das gibt wieder eine. Das gibt wieder ein Best-of-Wunsch, das weiß ich jetzt schon. Okay, dann können wir jetzt natürlich auch mal was anderes machen. Ach, wartet mal, das war eigentlich ganz schön. Ich habe jetzt, ich habe jetzt gerade keinen neuen Auftrag. Wenn ich jetzt einen bekomme, dann werde ich den einfach mal ignorieren. Wir fahren jetzt einfach mal hier in dieser Perspektive. Mal auf blöd. Muss ich jetzt links abbiegen, oder was? Ja, das ist so von ja. Das war jetzt das Vorfahrt-Achten-Schild. Aber in dem Fall muss ich sagen, das war, da mache ich mir jetzt keinen Vorwurf, weil, die Perspektive ist zum Fahren ja doch jetzt nicht so der Brüller. Mir fällt gerade übrigens noch was auf. Ich glaube, ich habe Rot. Aber komm. Oh Mann, ey. Ich bin ein Fahrgast und ich lenke diesen Bus mit Jedi-Kräften. Fahrt in die unerlaubte Richtung. Ach, du spinnst doch. Es ist so schlimm, ja? Ich kann auch hier rausgucken, ne? Das ist echt... Neue Aufgabe. Mal schauen, wie lange ich es diesmal schaffe. 2 Sekunden, 3 Sekunden. 1,2. Komm, das versuchen wir jetzt noch hier, aus der Perspektive zu fahren. Ich sehe natürlich die Straße nicht. Das heißt, ich muss eigentlich mehr oder weniger nach rechts oben, nach der Map, mich richten und fahren. In 300 Metern links abbiegen. Uiuiui. Da blinke ich lieber schon mal jetzt. Oh weia, oh weia. Ich habe, glaube ich, keine Eier hier. Was ist denn das, ey? Das ist ja... Naja, also ihr seht, das ist natürlich jetzt schon für Fortgeschrittene. Es wird wohl auch gestattet sein, nicht ganz so schnell zu fahren jetzt, ne? In 100 Metern, da meinen sie wahrscheinlich das da vorne. Jetzt sehe ich natürlich die Ampel nicht. Doch, ich sehe sie, ist rot. Ja, da. Da könnt ihr mal gucken, ja. Ich bin voll gut drauf hier jetzt. Allerdings, wenn es grün wird... Ist das eigentlich heutzutage auch noch so bei Klassenfahrten? Ich habe ja auch jüngere Zuschauer, wie ist denn das, dass die größten Rowdies, Spaßmacher und Durchgeknallten immer sich ganz hinten hinsetzen, ja, so wie hier jetzt. Dass sie dann vorbrüllen können. Du scheiß schwuler Busfahrer! Da fällt mir ein, da sitzt ja gar keiner vorne. Oh Mann, ey. Ich fahre einen Geisterbus, das ist sehr schön. Also das, ich muss sagen, der gefällt mir. Ich werde jetzt versuchen, diese Aufgabe noch zu erfüllen und dann gehen wir auf die Autobahn und geben uns den Rest. So, ich sehe jetzt nicht, ich habe die Fahrtroute verlassen. Wieso denn? Ich bin doch jetzt erst links. Ah, links ab, du spinnst doch. Ist doch alles okay. Ich kehre doch zurück. Das ist doch die richtige Fahrtruhe.
Brute. Okay, das war jetzt allerdings, ihr seht's ja, das war jetzt der Fußgängerüberweg. Wir gehen raus, und begeben uns jetzt auf die Autobahn. Das gibt's ja immer zum Abschluss. Eine lustige Autobahnfahrt, wo wir das Höchstgeschwindigkeitszeugs testen und so weiter und so fort. Zurück. Start! Und dann teste ich auch die Physik, indem ich mal ein paar gegnerische Fahrzeuge ramme. Habe ich jetzt gegnerische gesagt? Das sind ja eigentlich keine gegnerischen, ne? Ah doch! Wenn der Frenkel City Car Driving spielt, dann sind das alles Gegner. Eigentlich nicht wirklich, sie sind alle Opfer. Ja gut, dann schauen wir mal, was das jetzt noch hier kann. Ja, da werde ich aber jetzt trotzdem nochmal umschalten, ne? Ist klar. Und anschnallen nicht vergessen im Bus, ja? Ganz wichtig. Jetzt ignorieren wir natürlich irgendwelche komischen Aufgaben hier. Das Licht können wir noch anmachen. Hoppla, was war das? Ich habe nichts gesehen. So, schauen wir mal, was er kann. Der erste Gang geht bis Tempo 30. Die neue Aufgabe erhalten. Neue Aufgabe, my ass. Dritter Gang. 5 Gänge habe ich. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt alle funktionieren. Das werden wir sehen. Jetzt gerade kann er nicht mehr rausholen beim dritten. Dann schalten wir mal in den vierten. Nee, wir schalten nicht in den vierten. Das gibt es nämlich gar nicht mehr. Es gibt nämlich nur 3. Stelle ich gerade fest. Okay, dann schauen wir mal, was der dritte hergibt. Wenn es ein bisschen bergab geht. 80. Ah, 100 muss er schon schaffen, oder? Bergab und mit Rückenwind, da muss da schon was gehen. Speed! Ja, leider sitzt hier keine Sandra Bullock. Weder links noch rechts. Ja, ich habe einen rechten Blinker nicht gesetzt. Du kannst mir am Arsch lecken. 87. Ja, ich hätte auch nichts dagegen, wenn mir Sandra Bullock da jetzt auf dem Schoß sitzen würde. Aber auch das ist nicht der Fall. 91! 92! Und jetzt wird's, haben wir da vorne einen Stau oder bin ich zu schnell? Also 92, 93 jetzt, ich dachte schon 92, mehr geht nicht. Ich schätze mal, jetzt haben wir die Grenze erreicht. Ich werde dann bei der einen Ausfahrt versuchen, vielleicht noch einen schönen Tony Hawk Gedächtnissprung hinzulegen oder so. Also so sieht man halt fast nichts, ne? Das ist irgendwie schade. Oh, bleib da drüben! Das ist meine Spur, du Penner! Ich habe einen Unfall verursacht. Ihr habt es genau gesehen, der ist mir reingefahren. Der kleine Schwulettenbruder. Vorsicht. Ich habe alles im Griff. Also mehr als 94 war, glaube ich, noch nicht drin. Behinderung des Nebenverkehrs. Der hat einen Unfall verursacht. Du kannst überhaupt Arschlecken. Wo geht's denn runter? Das habe ich nicht gemeint. Es gibt doch da so eine schöne, lustige Abfahrt. Oder war das die schon? Scheiße, habe ich die verpasst jetzt. Irgendwo geht es ja dann da runter von der Autobahn. Vergrößern Sie den Fahrzeugabstand. Was willst du von mir? Wir sind hier bei Speed, falls du das noch nicht gemerkt hast. Kein Plan von gar nichts. Ah ja, ich habe die Fahrtroute verlassen. Oh, verklag mich doch. Ich glaube, die nächste Ausfahrt, die können wir mal nehmen. Und dann können wir mal versuchen, einen Sprung anzusetzen. Das heißt, warten wir, jetzt könnte ich doch... Nee, wir machen erst... Ah, nee, wieder nichts, ne? Das ist nicht die Ausfahrt, die ich meinte, verdammt. Schade, schade, schade. Ja, okay, dann machen wir eben das andere jetzt. Dann gehen wir jetzt darüber, komm. Dann machen wir mal hier einen Physiktest. Och, komm, ey, jetzt verliert der an Tempo hier dermaßen. So, jetzt hätte ich beinahe das Schalten vergessen. Warum kommt jetzt kein Gegenverkehr mehr? Hat irgendwie jemand Bescheid gesagt oder was? Freundchen! Mit 83, was passiert? Oh, nur gestreift hier. Ja, toll. Man sieht ja gar nichts, ne? Das ist ja total lähmend. Okay, das ist ja sinnlos. Halt nicht Rückwärtsgang. Rückwärtsgang ist doof. Vorwärtsgang nochmal. Ja, also ihr seht schon, das ist, was das Unfallverhalten und das Springen angeht, ein bisschen dünn. Außerdem meint mein Fahrlehrer, ich fahre auf der Gegenspur. Das habe ich aber noch nicht gemerkt. So, jetzt hole ich nochmal kräftig Tempo raus, was geht. Und dann rammen wir das Ding nochmal aus der Perspektive. 75 ist ja völlig für den Arsch. Komm, gib noch was. Gib noch was her. Das dauert halt so 3 Stunden, ne, bis der auf Tempo 90 ist. So, jetzt haben wir da noch einen Berg.
Und jetzt wäre Gegenverkehr ganz recht, weil jetzt habe ich gleich Höchstgeschwindigkeit. Hallo Freunde, wo seid ihr? Da ist einer. 94, jetzt verliere ich wieder, aber ist egal. Pass auf, den nehme ich mir jetzt. Den schnapp ich mir jetzt. Ja! Ja! Na, war das was? War das was? Wo sind wir denn? Ja, doch. Ja! Das ist ein schöner Schluss, oder? Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wenn es euch gefallen hat, nicht vergessen, Daumen hoch. Ciao, ciao!